geführt, gekämpft und letztlich doch geschlagen. In den Duellen gegen die beiden Clubs aus Manchester gab es sowohl für Wolfsburg als auch für Mönchengladbach zwar viel Anerkennung, aber keine Punkte. Im Old Trafford träumten die Wölfe nach der frühen Führung durch Daniel Caligiuri gegen Manchester United sogar kurzzeitig vom Sieg. Dem Sturmlauf von Bastian Schweinsteiger und Co. konnten sie aber nicht standhalten. Trotz couragierter Leistung setzte es eine 1:2-Niederlage. Das war vor allem ärgerlich beim 2-1. Ich denke, das war ein klares Foul an Bastos. Er zieht ihn nach hinten, da muss er schon abpfeifen. Da sind wir natürlich auch danach nicht genau genug an den Männern dran, dass das Smalling dann durchkommt. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Aber ich denke, wir haben nach dem Tor auch gesehen, dass wir in einer Mannschaft wie Manchester United die Stirn bieten können und dass wir da generell mithalten können. Auch die Gladbacher gingen bei ihrem ersten Champions-League-Auftritt vor heimischem Publikum in Führung und lieferten der Millionentruppe von Manchester City einen leidenschaftlichen Kampf. Doch während die Fohlen einen Elfmeter verschossen, verwandelte Sergio Aguero seinen Strafstoß in der 90. Minute und sicherte City den 2:1-Sieg. Nach 2 Spielen in der Königsklasse wartet Gladbach weiter auf den ersten Punkt und beklagt ein besonderes Problem. Also wir kommen da wieder einen Schritt zu spät. Also langsam müssen wir uns echt mal hinterfragen, wieso das der Fall ist. Also kann nicht sein, dass wir so viele Elfmeter gegen uns kriegen. Also ab und zu kann ja mal sein, aber wie gesagt, fast in jedem Spiel einen Elfmeter zu kriegen, das wird dann schwierig, die Spiele selber zu gewinnen. Schon am Samstag treffen Gladbach und Wolfsburg in der Bundesliga aufeinander. Dann wird sich zeigen, welche deutsche Mannschaft ihre 1:2-Pleite gegen Manchester besser verarbeitet hat.